Es geht in den folgenden Minuten um ein Format, das je nach Ausrichtung unter verschiedenen Namen verbreitet ist. Ich kenne es aus der Zusammenarbeit von Menschen, die besonders affin zu digitaler Zusammenarbeit sind. Hier wird es Hackathon oder Book Sprint genannt. Für den Bereich Schule haben wir es jetzt Materialwerkstatt überschrieben, auch wenn das Format keineswegs auf die Arbeit an Unterrichtsmaterialien begrenzt ist. Die Grundidee: Bei einer Materialwerkstatt, einem Hackathon, einem Book Sprint setzt sich eine Gruppe von interessierten und motivierten Menschen für, sagen wir mal, mindestens einen Tag zusammen und erarbeitet in einer Hauruck-Aktion ein gemeinsames Werk. Das können zum Beispiel Konzepte und Materialien für ein neues Projekt sein oder eine Neuerstellung oder Überarbeitung von Unterrichtsmaterialien oder die Übersetzung eines Buchs oder ganz etwas anderes. Man kann mit einer überschaubaren Gruppe ein größeres gemeinsames Vorhaben bearbeiten. Das kann zum Beispiel eine gemeinsame Homepage sein. Oder man arbeitet mit mehreren kleinen Teams parallel an Teilprojekten. Das ist der typische Fall Unterrichtsmaterialien. Oder ein Mittelding mit gemeinsamen Teilen und Einzelelementen. Wie das Format funktioniert, hängt stark von der genauen Ausgestaltung ab. Ich beginne mal bei den Ursprüngen, so wie ich sie kennengelernt habe. Der Begriff Hackathon ist eine Kombination von Hacken und Marathon, Marathon, und stammt ursprünglich aus der Programmiererszene. Dort wird Hacken oder Hacken übrigens in erster Linie als das Erstellen von Computerprogrammen und nicht als Computerkriminalität verstanden. Das Ziel solcher Veranstaltungen ist das Erstellen von funktionierender Software. Dafür braucht es nicht nur Programmierer und Programmiererinnen, sondern auch Personen für Projektmanagement, für Design, für Tests, Fachleute für den Inhalt und anderes mehr. In diesem Umfeld entstanden auch erste sogenannte Book Sprints, bei denen es um die Übersetzung oder das Schreiben von Anleitungen für die Computerwelt ging. Diese Konzepte, Hackathon und Book Sprint, wurden inzwischen auf zahlreiche andere Bereiche übertragen, wo es nicht mehr um Programmieren und auch nicht zwingend nur um Bücher geht, aber weiterhin um diese Grundidee, dass man sich zusammensetzt und etwas am Stück gemeinsam erledigt. Noch ein Beispiel: In der Wikipedia-Community wurde das Konzept zum Editathon weiterentwickelt, auch Editiermarathon oder schlicht Schreibwerkstatt genannt. Hier treffen sich Menschen, um ein bestimmtes Thema oder die Perspektive unterrepräsentierter Gruppen in Wikipedia auszuarbeiten. Im Bildungsbereich haben in den letzten Jahren einige Book Sprints von sich reden gemacht, bei denen Schulbücher oder Lesebücher oder Lehrbücher erarbeitet oder übersetzt wurden. Das Format kann sehr unterschiedlich ausgestaltet werden. Ich stelle jetzt hier im Folgenden den Ablauf eines typischen Hackathon-Formats vor. 1. Vorbereitungsphase. Dazu gehört die inhaltliche Eingrenzung des Themas, sodass alle wissen, worauf sie sich einlassen und wirklich auch dazu zum gemeinsamen Thema arbeiten wollen. 2. Die gemeinsame Einrichtung des Ortes, des Raums. Da geht es um Verpflegung, Technik, aber auch um die Atmosphäre. 3. Gegenseitiges Kennenlernen. 4. Einführende Präsentation oder Präsentationen. 5. Eine Sammlung von Ideen und To-Dos. 6. Zusammensetzung von Projektteams, Festlegung von Zuständigkeiten. 7. Jetzt die eigentliche Arbeitsphase, das ist zeitlich der umfassendste Punkt dieser Liste. 8. Gegebenenfalls gibt es sowas wie eine Zwischenpräsentation, gegebenenfalls weitere Absprache und Austausch zwischen den Beteiligten. 9. Vorbereitung einer Abschlusspräsentation. 10. Die gemeinsame Abschlusspräsentation und eine Feier der Ergebnisse. 11. Nachbereitung, dazu gehört auch die Verbreitung der Ergebnisse. Das sieht jetzt erstmal sehr umfassend aus, aber es braucht nicht immer alle Schritte und es müssen nicht alle Personen an allen Schritten beteiligt sein. Dazu kann man auch sagen, Teile des Ablaufs können schon in der Vorbereitungsphase umgesetzt werden. Insofern mag das Format am Anfang vielleicht sogar etwas überfordernd wirken, aber mit realistischen Zielen und guter Planung kann das gut klappen und wenn man erst einmal unterwegs ist, kann auch viel Motivation und Energie durch das gemeinsame Arbeiten entstehen. Wie lässt sich das Format variieren und konkretisieren? Als erstes kann man sich den eben vorgestellten Ablauf vornehmen und insbesondere auf zwei Bereiche schauen. Erstens, will man diese Punkte in dieser Reihenfolge bearbeiten, beziehungsweise was will man anders machen? 2.
welche dieser Schritte passieren schon vorab, also vor dem gemeinsamen Treffen, und was passiert danach, also nachdem man auseinandergegangen ist. Und wer muss an diesen Schritten im Vorfeld und im Nachgang beteiligt sein? Das sind nicht zwingend alle, die beim, ich nenne es jetzt mal, Haupttreffen dabei sind. An dieser Stelle möchte ich einen Tipp vorziehen, der besonders wichtig ist, der später auch auf der Textebene des Kurses ausgeführt wird. Nach meiner Erfahrung sollte man alles, was irgendwie geht, vermeiden, was nachträglich passieren soll. Ganz häufig passiert es sonst, dass etwas gemeinsam zu 95% oder sogar zu 99% fertiggestellt wird und die fehlenden 5% oder 1% ziehen sich dann noch lange hin, mit der Gefahr, dass lange gar keine Ergebnisse genutzt werden können oder die Ergebnisse sogar nie das Licht der Welt erblicken. Der nächste Bereich von Stellschrauben umfasst die logistischen Eckdaten. Da stehen die Fragen nach Ort, Zeit und Dauer. Sehr typisch ist eine einmalige Aktion, also nicht mehrere Termine. Nicht ganz untypisch sind Termine am Wochenende. Bei der Dauer sind 1 bis 2 Tage relativ verbreitet. Bei Hackathons in der Computerwelt ist es durchaus nicht unüblich, dass die Teilnehmenden am Veranstaltungsort essen und schlafen. In einer Schule wäre das wohl eher außergewöhnlich. Ich habe das allerdings bei einem Projekt mit Jugendlichen auch schon einmal erlebt. Die Zusammensetzung der Gruppe lässt sich quantitativ und qualitativ beschreiben. Die Größenordnung beginnt bei 2 Personen und kann prinzipiell Hunderte oder gar Tausende von Menschen umfassen. Entsprechend kann man in einer Schule überlegen, ob man ein Werkstattformat im Team, im Kollegium, regional oder sogar weltweit aufzieht. Außerdem kommt es darauf an, zu welchen Fähigkeiten und zu welchen Themen man entsprechend kompetente Personen zusammenholen muss. Hierfür ist es sinnvoll, vorab schon einen Arbeitsplan, gegebenenfalls einen vorläufigen Arbeitsplan zu erstellen und dann zuzuordnen, welche Aufgaben wann im Prozess anfallen und vielleicht auch schon, wer welche Aufgaben übernehmen könnte. Erst am Ende dieser Liste steht jetzt auf der Folie Produkt-Projekt-Material, aber das ist natürlich von grundlegender Bedeutung für alles andere. Was will man eigentlich erarbeiten? Geht es um ein großes gemeinsames Ergebnis oder um Teilprodukte? Oder arbeiten möglicherweise alle Personen oder kleine Teams an eigenen Projekten parallel zu den anderen? An dieser Stelle möchte ich kurz innehalten und in Erinnerung rufen, dass wir hier ja im Kontext von Fortbildungsangeboten unterwegs sind. Und da könnte man ja mal fragen, was hat so ein Werkstattformat, bei dem gearbeitet wird, überhaupt in diesem Zusammenhang zu suchen? Die grundsätzliche Antwort lautet erst einmal, Lernen und Arbeiten sind immer miteinander verbunden, auch wenn uns das manchmal mehr und manchmal weniger bewusst ist. Insofern ist eine Form, in der man gemeinsam arbeitet, auch immer eine Form, in der man gemeinsam lernen kann. Es geht quasi um Learning by Doing und Doing by Learning. Die konkretere Antwort lautet, dieses gemeinsame Lernen lässt sich sehr gut in das vorgestellte Format integrieren. Das passiert ohnehin auf der informellen Ebene, indem man sich beispielsweise neben eine Kollegin setzt und fragt, kannst du mir einmal zeigen, wie ich dieses und jenes machen kann? Und das lässt sich auch explizit und methodisch unterstützen, indem man zum Beispiel Elemente einbaut, die in unserem weiteren Lernangebot in diesem Kurs hier also vorgestellt werden. Das können einzelne Inputs sein, die nach dem Karussellprinzip übernommen werden. Oder man integriert Barcamp-Elemente, also einzelne Sessions, die zu Beginn oder mittendrin stattfinden. Oder man orientiert sich am Sprechstundenformat, bei dem zuverlässig Expertinnen und Experten für bestimmte Themen ansprechbar sind. Dementsprechend wichtig ist die Stellschraube 3, die Verbindung der Arbeitsphasen mit Inputphasen und mit Coaching-Elementen. Das Format lässt sich mehr oder weniger stark didaktisieren, indem Phasen von Input und Austausch in den Ablauf eingebaut werden. Das kann zum Beispiel die gemeinsame Erschließung neuer Themenfelder oder der Austausch von Erfahrungen sein, abhängig vom Thema des gemeinsamen Projektes. Tendenziell ist zwar eine gewisse Expertise zum Thema notwendig, allerdings kann das gemeinsame Arbeiten auch gerade darin bestehen, dass sich das Team gemeinsam Grundlagen erarbeitet und in Form eines Produktes gleich umsetzt. Im Rahmen eines Peer-to-Peer-Formats können also viele Aufgaben innerhalb der Gruppe übernommen werden. Für zusätzlichen Input, für Beratungen, gegebenenfalls auch für die Prozessgestaltung, kann man sich natürlich auch
externe Kompetenz dazu holen. Abschließend noch ein Blick auf zwei Optionen, die als Variation des typischen, des ursprünglichen Hackathon-Formats verbreitet sind. Stellschraube 4 betrifft die Integration von Elementen eines Wettbewerbs. Viele Hackathons, in denen mehrere Teams parallel arbeiten, bauen solche kompetitiven Elemente in das Vorgehen ein, sodass am Ende beispielsweise eine Jury über die präsentierten Ergebnisse abstimmt. Bei kommerziellen Hackathons kann das ein Preisgeld sein. In Projekten im Bildungsbereich geht es eher um den spielerischen Charakter, über den Motivation und Teamgeist gefördert oder bestimmte Aspekte hervorgehoben werden können. In diesem Fall können zum Beispiel Preise für den größten Teamgeist, für die kreativste Herangehensweise oder für außergewöhnlichste Gestaltung vergeben werden. Variationsmöglichkeit 5 nenne ich einen Spezialfall. Zwei Welten treffen aufeinander. Für innovative Ergebnisse arbeiten die meisten Hackathons ohnehin mit interdisziplinären Teams. Und das lässt sich noch weiter auf die Spitze treiben, indem die Gesamtgruppe der Teilnehmenden aus zwei verschiedenen Welten stammt. Ein Beispiel ist der etablierte Kultur-Hackathon Coding Da Vinci, bei dem einerseits Programmierer und Designer von Apps, andererseits Vertreter von Kulturinstitutionen, zum Beispiel von Museen, zusammenkommen. In diesem Fall ist das Kennenlernen der anderen Welt Teil des Konzeptes und Teil des Lernens. Man muss einen entsprechenden Aufwand dazu einplanen und dafür können alle neue Perspektiven, neue Arbeitsebenen und neue Menschen kennenlernen. Fazit: Es gibt zahlreiche Möglichkeiten, das Format Hackathon, Booksprint, Materialwerkstatt an die eigenen Umstände und Ziele anzupassen. Los geht's!